Was ist Sozialismus? Norbert Nelte, Internationale Sozialisten. Diese Frage wurde vor Jahren in der BSG gestellt, der Westvorgängerorganisation der Linken. Es kamen so viele Antworten, wie Linke dort anwesend waren. In der Tat gibt es viele Abarten. Bürgerliche wie die Partei Die Linke, die SPD oder die französischen Sozialisten verstehen sich als solche genauso wie die Anhänger der Diktaturen wie Kuba, Nordkorea oder der Maoismus oder die Trotzkisten. Als Frühsozialisten werden die Utopisten bezeichnet, wie Henri de Saint-Simon, Link 1, Robert Owen, Link 2 und Charles Fourier, Link 3. Auch die Anhänger von Pierre-Joseph Proudhon, die Anarchisten, verstehen sich weitestgehend als Sozialisten. Also, wir sehen, die Auslegung von Sozialismus ist vielfältig. Es kommt von lateinischen Soziales, kameradschaftlich. Wenn wir aber die Frage stellen, was ist marxistischer Sozialismus, kann nur eine eindeutige Antwort herauskommen, obwohl viele Marxisten was anderes antworten würden. Aber einfach auch nur deshalb, weil sie Marx nur selektiv gelesen haben. Marx selber war nicht von Anfang an Sozialist. Als Student der Philosophie war er Anhänger von Friedrich Hegel mit einer idealistischen Geschichtsauffassung, Link 4. Die Beschäftigung mit Ludwig Feuerbach, Link 5, der ein Materialist war, aber nicht erklären konnte, wie die Veränderung zustande kam, trieb ihn zu seiner wichtigen Erkenntnis. Zitat: Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein bestimmt, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt. Zitat Ende. Karl Marx zur Kritik der politischen Ökonomie, Seite 8, Link 6. So wie der Mensch die Welt verändert, verändert er sich selber. Der Mensch entwickelt die Dampfmaschine und hat damit auch das Bedürfnis nach dem Kapitalismus und den freien Wahlen geschaffen. Durch die Freundschaft mit Friedrich Engels fand er zur Arbeiterklasse als revolutionäres Subjekt. Nun müssen wir von beiden die missverständliche Formel der Diktatur des Proletariats vorausschicken. Auf diese Formel haben sich reihenweise Diktatoren gestützt. Vom Massenmörder Stalin, der bis zu 20 Millionen im Archipel Gulag umbringen ließ, über Mao, Ho Chi Minh, Castro, Ceausescu, dem blutigen Pol Pot bis hin zu Ulbricht und so weiter. Sie alle und deren Anhänger haben sich daran schuldig gemacht und machen sich zum Teil das immer noch, dass die Menschen weltweit denken, Marx wolle doch nur eine Diktatur. Und bis heute noch keine kollektive Richtigstellung, keine Distanzierung von den Diktatoren. Aber Marx hatte diesen Satz nur benutzt zur Gegenüberstellung zur Diktatur der Bourgeoisie. Jeder weiß das, dass die Lobbyisten in den Ministerien die Gesetze diktieren. Auf jeden Abgeordneten kommen 60 Lobbyisten mit einem Koffer voller Geld. Sogar viele Politiker sagen selber, dass schon längst die Wirtschaft regiert. Und nicht Berlin. Es übt im Kapitalismus also eine kleine Minderheit von 1% Großkapitalisten eine Diktatur aus über die große Mehrheit von 99%. Marx meint mit der Diktatur des Proletariats nur,
Das ist die große Mehrheit von 99%. Die kleine Minderheit von 1% Großkapitalisten übergangsweise eine Diktatur ausüben müssen. Aber auch nur, bis alle Menschen Arbeiter, also Lohnabhängige sind. Der Kapitalist kann auch gerne sofort in seinem ehemaligen Betrieb oder anderswo im Einkauf, der Arbeitsvorbereitung oder auch der Buchhaltung arbeiten. Dann kann er sofort den Arbeiterrat auch mitwählen. Und gegen ihn gibt es keine Diktatur. Vielleicht bringt er auch noch gute, konstruktive Vorschläge ein. Unter sich sind alle Arbeiter natürlich brüderlich organisiert, wie Marx sich 1864 ausdrückte. Also das mit der Diktatur war nur eine Kampfparole. Leider eine missverständliche. In der ersten Adresse des Generalrats über den Deutsch-Französischen Krieg von 1870 schreibt Marx, Zitat: Die Befreiung der Arbeiter setzt die brüderliche Vereinigung der Arbeiter und Mitwirkung der Arbeiter voraus. Zitat Ende, Seite 25, Links 7. In seiner Einleitung zur Schrift von Marx, Der Bürgerkrieg in Frankreich vom 18.03.1891, stellte Engels klar, was Marx mit brüderlicher Vereinigung auch meinte. Zitat: Der deutsche Philister ist neuerdings in heilsamen Schrecken geraten bei dem Wort Diktatur des Proletariats. Nun gut, meine Herren, wollt ihr wissen, wie diese Diktatur aussieht? Seht euch die Pariser Kommune an. Das war die Diktatur des Proletariats. Zitat Ende. Seite 24, Link 8. Die Pariser Kommune von 1871 gilt als Vorbild für die Rätedemokratie. Das war zum Beispiel auch so, als ich 1968 nach Portugal 1974, 75 zur Revolution fuhr. Immer war es das Gleiche. In allen Arbeiterrevolutionen wurden schon automatisch demokratische Räte eingeführt und basisdemokratisch nach den drei gleichen Prinzipien geführt. Erstens, nicht mehr als ein Facharbeiterlohn. Zweitens, jederzeitige Abwählbarkeit. Und drittens, imperatives Mandat. Das heißt, an die Beschlüsse der Basis gebunden. Das ergibt sich schon automatisch aus der betrieblichen Situation. Das war so 1871 in der Pariser Kommune, 1905 und 1917 in Russland, 1918 in Deutschland, 1919, 20 in Italien, 1936 in Spanien, 1956 in Ungarn, 1974, 75 in Portugal, 1979 im Iran und 2006 in Oaxaca in Mexiko. Vergleiche Norbert Nelte, Geschichte und Logik der Arbeiterräte, Link 9. Überall wählte man einen Zentralrat. Nur in Spanien ließen die Anarchisten von der FAU keinen wählen und gingen stattdessen in die bürgerliche Regierung mit den Stalinisten. Die forderten von der FAU die Entwaffnung ihrer Arbeiterbasis und der internationalen Milizen, woraufhin die Arbeiter auf den Barrikaden von Barcelona die anarchistischen Zeitungen zerrissen. Die Wahl eines zentralen oder nationalen Arbeiterrates ist für uns internationale Sozialisten und Trotzkisten eine wichtige Angelegenheit, damit die einzelnen Räte sich nicht mit Dumpinglöhnen gegenseitig wegkonkurrieren und man auch die Verteidigung national organisieren sowie die Verteilung der Unterstützungsgelder vornehmen kann. Das alles geht nicht dezentral. Sogar weltweit müssen die Arbeiterräte für
für gleiche Arbeit einen gleichen Lohn finden und die Gebiete gleichmäßig belasten und dafür sorgen, dass alle Gebiete gleichmäßig entwickelt sind. Auch später, wenn der Staat abgestorben ist, nachdem sich weltweit die meisten Länder schon vereinigt haben und nur noch Verwaltungen bestehen, muss es eine zentrale Verwaltung geben, die für die gleichmäßige Entwicklung aller Gebiete sorgt. Dieser Zentralrat oder die zentrale Verwaltung ist natürlich für die UNO mit allen Völkern besetzt. Insofern hat der Kapitalismus schon einige Strukturen vorweggenommen. Aber inhaltlich ist die UNO immer noch ein Organ des Imperialismus. Für Leo Trotzki hatten die Arbeiterräte schon in jungen Jahren die zentrale Bedeutung für den Sozialismus. Er wurde auch deshalb vom Petersburger Arbeiterrat sowohl 1905 als auch 1917 zum Vorsitzenden gewählt. Lenin entwickelte 1905 in Betracht der Rückständigkeit Russlands die Formel der demokratischen Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft. Immerhin gab es in Russland nur 3% Lohnabhängige, aber 85% Bauern. 1917, aber von der Dynamik der russischen Revolution getrieben, stellte er die Arbeiterräte in das Zentrum der Revolution, wobei 15 Bauernstimmen nur so viel wogen wie eine Arbeiterstimme. Denn nur das objektive Interesse eines Arbeiters ist international, die Interessen der Bauern nur individualistisch, wie die vom Kleinbürgertum, nur auf Kapitalakkumulation ausgerichtet. Was hat ein VW-Kollege mit 18 Euro Stundenlohn davon, wenn sein südafrikanischer Kollege nur die Hälfte verdient? Nichts hat er davon, nur ein Dumpingauto und seine Autos können nicht mehr verkauft werden und ihm wird gekündigt. Deshalb ist sein objektives Interesse international gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Lenin schrieb in seinen Aprilthesen über die Aufgaben des Proletariats in der gegenwärtigen Revolution, Link 10, Zitat: Aufklärung der Massen darüber, dass die Arbeiterdeputiertenräte die einzig mögliche Form der Revolutionsregierung sind und dass daher, solange die Regierung dem Einfluss der Bourgeoisie unterliegt, unsere Aufgabe einzig und allein sein kann, das geduldige, systematisch beharrliche, besonders den praktischen Bedürfnissen der Massen sich anpassende Klarmachen der Fehler und der Taktik. Solange wir in der Minderheit sind, ist unsere Arbeit die Kritik und Aufdeckung der Fehler, wobei wir gleichzeitig den unerlässlichen Übergang der gesamten Staatsgewalt auf die Arbeiterdeputiertenräte propagieren, damit die Massen ihre Fehler durch Erfahrung überwinden. Nicht-parlamentarische Republik, eine Rückkehr von den Arbeiterdeputiertenräten zu dieser wäre ein Schritt rückwärts, sondern eine Republik von Arbeiter-, Landarbeiter- und Bauerndeputiertenräten im ganzen Land, von unten bis oben. Zitat Ende. Noch eindeutiger geht es ja nicht mehr. Und ich kann mir die Anhängerschaft der stalinistischen Diktaturtheorie nur so erklären, dass ihre Anhänger die Aprilthesen nicht gelesen haben. 1917 wurde der Rat noch gewählt. Die wenigen Arbeiter aber wurden der bolschewistischen Verwaltung benötigt. Viele fielen auch im langen Bürgerkrieg. Zum Schluss schrumpfte die Arbeiterklasse von 4,5% der Bevölkerung auf 2%. Und die waren noch ausgezehrt und politisch desorientiert. Ohne aktive Arbeiterklasse aber kann man keine Arbeiterpolitik machen.
Also übernahm die Partei stellvertretend für die Arbeiterklasse vorübergehend deren Rolle. Aber sie wollten so schnell wie möglich wieder zur Demokratie zurück. Es war also eine reine Not. Stalin machte aber aus der Not eine Tugend und schaffte sogar 1928 die Arbeiterräte ganz ab. Er machte also das Gegenteil vom Marxismus. Nicht nur eine Vulgarisierung, wie die ISL sagt.